Krebs, willkommen Wochenhoroskop 23 bis 29. Oktober für deine Energien. Krebs, was steht an? Wow, die Hauptenergie zeigt uns schon mal, dass einige Krebse ja gerne oder dabei sind, gerade eine neue Lebensgeschichte zu leben, eine neue Erfahrung zu leben oder sehnen sich vielleicht, etwas Neues zu kreieren oder etwas zurückzulassen, damit wieder eine schönere Situation entsteht. Kommende Woche ist es sehr wichtig, dass, ob du willst oder nicht, ja, werden sich Veränderungen zeigen. Du wirst auch jemanden zurücklassen, jemanden loslassen dürfen. Du wirst auch nach vorne schreiten können. Loslassen heißt dein altes Leben, eine Denkweise, ja, Negativitäten, eine falsche Identität, diesen Kraftaufwand, diese negativen Worte. Also loslassen heißt alles, was dir nicht zusteht, alles, was nicht gesund ist, damit das Gute kommen kann. Und wir haben viele Krebse, die in den letzten 10 bis 14 Tagen wirklich viel sich um die Familie gekümmert haben, ja, oder das Familienleben genießen. Einige von euch habt ihr Geburtstage gehabt von Familienmitgliedern, die gerade jetzt in dieser Energie sind, ja, von Waage. Einige Wagenbabys sind auch geboren worden, herzlichen Glückwunsch. Die ihr gerade das Familienleben genießen dürft, nutzt es, es ist eine wunderschöne Frequenz. Kommende Woche heißt es aber auch für diese Menschen, die wirklich hier merken, sie sind nicht glücklich oder du bist jetzt Partner oder Partnerin von Krebs, ja, und merkst, du bist nicht glücklich, hier zu reden. Es kommt eine sehr drastische, krasse Veränderung auf Krebs zu, die deine ganze Woche verändern wird, aber auch dein ganzes Leben verändern kann. Die Frage ist nur, möchtest du eine positive Veränderung, dann ab nach vorne, möchtest du eine negative Veränderung, ja, oder du machst eine falsche Entscheidung und es kommt eine negative Veränderung, ebenfalls ab nach vorne. Es steht und fällt mit deiner Bereitschaft. Was wir hier auf jeden Fall haben, ist für die Leute, die finanzielle Projekte haben, die finanzielle Themen haben, mega klasse. Ja, es kommt Hilfe auf dich zu. Du wirst auch Geld vielleicht irgendwie jemandem geben. Aber das, was mit Finanzen zu tun hat, wir sehen einen Krebs, der in der Regel sehr bodenständig ist, der gute Absichten hat. Ein Krebs, der die Möglichkeit auch besitzt, hier in den Finanzen noch eine bessere Situation zu kreieren oder zu formulieren oder herzustellen. Für die, die finanziell so ein bisschen, ja, rumkrakeelen, ja, das Leben sagt, es ist Latte egal, ob du mehr oder weniger hast. Das Wichtigste ist, dass du dein Geld vermehrst, dass du dein Geld ausgibst, ja, dass du dein Geld unter die Leute bringst, dass du dein Geld auch wirklich schätzt. Das heißt, Sexualität genießt man und Geld darf man auch genießen. Ja, das heißt, die Verbindung zwischen Sexualität, zwischen Wohlbefinden und zwischen Finanzen hat eine ganz große Bedeutung. Kennt ihr diesen Zusammenhang nicht? Möchtet ihr generell mehr wissen? Krebs, schreibt mich an und ich gebe dir gerne eine private Legung. Ja, wir haben ein paar Schwangerschaften, wir haben hier ein paar Resultate, die in deiner Situation sehr wertvoll sind, dir anzuhören, dir anzuschauen. Aber es geht auch vor allen Dingen darum, eine Erinnerung an alten Sachen, an alten Familienmitgliedern, an alten Lebensstrukturen endlich durchzutrennen und die Situation kommende Woche anzunehmen. Guck mal hier, wir haben hier echt einen großen Zwiespalt. Ich habe dir gesagt, gute Entscheidungen, gute Resultate, negative Entscheidungen, negative Resultate. Nochmal, gute Entscheidungen, gute Resultate, negative Entscheidungen, negative Resultate. Okay? Nächste Woche kannst du einen großen Schmerz, Hinterhalt, Enttäuschung spüren. Jemand fällt dir in den Rücken oder du fällst jemand in den Rücken. Etwas, worauf du dich so gefreut hast, geht den Bach runter. Etwas sehr Dramatisches kann dich erwarten, okay, wenn du auf die falschen Leute oder auf etwas Falsches vertraust. Gut kann alles werden, was mit Familie, mit Liebe zu tun hat, mit Ehrlichkeit zu tun hat. Und hier ist es sehr, sehr wichtig, du wirst einen Zyklus schließen, wo du etwas, ja, für dich individuell verändern möchtest. Erfolgreiche Krebse sind in einem guten Flow, aber die Krebse, die sehr unterschwellig sind mit Suchtmitteln, ja, mit Depressionen, mit Abgeschlagenheiten, mit Lügen, die werden nicht viel weiterkommen nächste Woche, außer sich selber zu schaden. Generell für Krebs heißt es, ja, eine Frau, die sehr entschlossen ist, etwas, ja, zu erreichen, koste es, was es wolle, kann dir schaden. Oder vielleicht bist auch du diese Krebsfrau, die koste es, was es wolle, ja, dir selber schaden kannst.
außerhalb von dem ganzen Thema ist echt heute die Energie nicht auf Liebe, Blümchen, Sex, nein. Die Energie ist Augen auf Krebs. Die Energien nächste Wochen werden sehr krass sein, sehr hart sein, sehr schwierig sein. Und nur die Krebse, die in der Liebe, im Vertrauen sind, ja, in diesem richtig geilen Flow, kommen nächste Woche ungeschadet über die Runden. Alle anderen, ja, die nicht so im, ja, in dieser Bereitschaft sind, sondern von der Negativität gefangen sind, die werden es ein bisschen schwieriger haben. Nichtsdestotrotz kannst du auf allen Ebenen ein gesundes Resultat erzielen, immer und dann, wenn du aus der Liebe, aus der Vernunft, aus der Ehrlichkeit, aus der Sicherheit entscheidest und mit allem abschließt, was abzuschließen ist. Leute, ich sag euch, ich kann leider nicht immer alles sagen hier in den Legungen, ja, weil die Videos zu kurz sind. Aber ich muss viele Sachen auch zurückhalten, weil es einfach nicht gesagt werden darf hier, aus rechtlichen Gründen. Aber ich sage dir, Krebs, wirklich, schreib mich an für eine private Legung, für eine zielorientierte Therapie. Es wird eine nicht herausfordernde Woche nur, sondern auch eine herausfordernde, ja, Situation bis vielleicht zu Jahresende und drüber hinaus. Schreib mich also an und ich gebe dir zeitnah einen Termin oder einen Notfall-Express-Termin am gleichen Tag noch, wenn es wirklich ein Notfall ist. Von mir aus, Krebs, alles Liebe und wir hören uns. Bye.